Hallo und willkommen zurück, Leute. Wir sind jetzt hier, nachdem wir von einem riesen Vogel rübergebracht wurden. Oh, wow, hier kann ich nicht. Okay. So, dann nehmen wir uns mal diese Seele und reden vielleicht mit dem Typen da vorne. Wie wär's? Vielleicht hat er ja irgendwelche nützlichen Infos. What do we have here? You must be a new arrival. Ja. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. Ja, hilf mir. Actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below. Und was bringen die? In the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land, the undead. Also, wenn man diese zwei Glocken aktiviert, dann wird was passieren. Das ist natürlich sowas von viel Info. Wow, vielen Dank. Echt vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich mit der ganzen Info anfangen soll. Oh mein Gott, der Ruckler of Doom. Wow, chill. Ich habe keine... Zeit, um mit dir da rumzumachen. Okay, da wirft er die Dinger, die mich hoffentlich nicht mal so treffen. So. So, ich will, was da vorne liegt, noch haben. Und vielen Dank. Und schnell weg. Bitte trifft er mich nicht. Nein, ich hab ihn nicht direkt getroffen. Aber er hat mich getroffen. Oh mein Gott, ich lebe noch. Ich dürfte nicht leben. Aber ich lebe und das ist gut so. Also noch sind wir nicht gestorben, ja? Das wird aber nicht lange halten, wenn ich mir das so angucke. Okay, wir haben es irgendwie hinbekommen. Nicht zu sterben. Wahnsinn. Gleich falle ich runter. Könnte ich mir gerade so vorstellen. So. Also bis zum... Wow. Ich sollte aufhören, die ganze Zeit den falschen Knopf zu drücken. Also bis zum nächsten Boss kenne ich theoretisch alles noch, aber dann hört's auf. Das ist unpraktisch. Wenn da nicht genug Platz ist, um zu fighten, ist es natürlich scheiße. Da kann ich wahrscheinlich nicht rein. Hör doch. Oh, aber nicht von dieser Seite. So, hier sollten jetzt Haufen Viecher sein. Naja, was sind Haufen? Treffen muss man auch können. So, kann ich da runter? Ja, da ist zumindest was. Sollte ich da lang? Also aufkriege ich es nicht, aber ich könnte wahrscheinlich da einfach runterspringen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Aber wir machen's mal, ja? Okay, zwei Leute. Ah, ich glaube, ich brauche das gar nicht alles aufmachen. Lohnt sich doch gar nicht. Okay. Sollte ich Angst haben? Also da kommt schon mal einer. Aber wahrscheinlich nur, wenn ich an ihm vorbeilaufe. Das heißt, ich laufe einfach nicht vorbei. Oder er kommt einfach trotzdem.
Autsch. Jo, das waren jetzt einige. Abfall, wow. Ich bin den ganzen Weg gelaufen, um Abfall mitzunehmen. Mal wieder klasse. Klasse Aktion. Lohnt sich auf allen Fällen. Warum komme ich mir hier wie ein Opfer vor? Ach warte, da habe ich gestartet, ne? Menschlichkeit. Ja. Ich schätze so eine Menschlichkeit. Oh, oh, was will denn der? Den sollten wir wahrscheinlich killen. Besser wär's. Dann hoffen wir einfach, dass wir mal demnächst so ein schönes Lagerfeuer finden. Das wäre echt klasse. Ja, zwei Schläge reichen glücklicherweise für die meisten. Ui, da geht's irgendwo durch. Dann gehen wir mal durch. Jo, eine Seele, danke. So gütig. Wow. Du bleibst locker. Okay, da kann ich wahrscheinlich nicht rüber. Ich glaube, das habe ich mal probiert und ich habe es nicht hinbekommen. Deswegen lasse ich's. Hinter uns ist nicht wirklich was. Da unten sind viele Viecher, aber ich wüsste nicht, wie ich jetzt da hinkomme. Vielleicht später. Wow, Sprungangriff, holy shit. Autsch. Gehört sich nicht, Leute, gehört sich nicht. Okay, der hat mich nicht erwischt. Dann holen wir uns noch die zwei da vorne. Wir wollen ja hier keine Leute auslassen. Wäre ja, ne? Oh Gott, die haben Sperre. Komm, 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 komm. Ah, was? Warum war mein Schild nicht aktiv? Ah, ein zweiter. Wow, und ein dritter. Puh. Komm, greif an. Du weißt, du willst es. Nein, ich habe dich getroffen. Nein, ich bin doch behindert. Ach ja, der nimmt auch noch einen Schluck. Okay, ist hier irgendwo was? Ja, ein Gang nach unten. Oh nein, ich wollte nicht noch einen Schluck nehmen. Davon hatte mir mein Kumpel erzählt. Oh, 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 von dem aber nicht. So, einmal ist da was anscheinend. Und ich glaube, hier war der Händler. Und bei dem kann man sich was Schönes kaufen, ja? Stimmt das? Well now, you seem to have your wits about you, hm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Wow. Der lacht mega funny. So, der hat... irgendwie nichts Besonderes. Nachricht verfassen mit dem... Ach, damit kann man Nachrichten schreiben, hä? Auch interessant. Wie viel kostet denn das? Steht da kein Preis? Ach, die Preise stehen da rechts. 100. 100 ist gar nicht mal so viel. Ob ich sowas nochmal bekomme? Blockiert Regeneration. Für was würde ich sowas brauchen? Reparaturpulver. Das hier doch klingt gut. Kettenrüstung. Bisschen teuer, ne? Pfeile benutzen wir nicht.
Rapier. Rapier oder wie auch immer man das aussprechen mag. Das ist cool. Ich sehe keinen Vergleich mit meiner jetzigen Waffe, ne? Das ist natürlich sehr, sehr schade. Wie viel kostet das Vieh? 600. Das ist ein bisschen arg teuer. Öffnet Anwesen in der Stadt der Untoten. Brauchen wir das? Inventarverwaltung am Leuchtfeuer, das ist auch cool. Du? Go and fall off a cliff. Okay, Fakt ist, anscheinend kann man den Typen hier töten. Und der gibt einem dann so ein schönes, schönes Samurai-Schwert. Nämlich das da. Und das möchte ich natürlich haben. Cool, wir haben auch einen Schlüssel bekommen. Uchigatana. Wunderbar. Gut, wohin führt denn der Weg? Beziehungsweise, lass mal eben mal gucken, was wir genau für die Waffe brauchen. Steht nicht dabei, ne? Müssen wir das woanders gucken? So viel Erfahrung habe ich im Spiel auch nicht. Inventar? Benutzen geht nicht. Das muss doch hier irgendwo stehen. Status umschalten? Nö. Sehe ich das da? Nötige Attribute. Da, wir brauchen 14 Stärke. Wir haben 16. Wir brauchen 14 Geschicklichkeit. Beweglichkeit ist es. Wir brauchen einen mehr Beweglichkeit. Das kriegen wir bestimmt am nächsten Leuchtfeuer zusammen. Wollen wir ins Leuchtfeuer oder wollen wir erstmal da lang? Wohin geht's denn hier? Das ist wahrscheinlich dieser Gang, ach, den wir vorhin gesehen haben. Nummer 1. Nummer 2. Und 3. Wow, der kann nochmal. Nein, was ne Bitch. Und auf geht's. Wortwörtlich, auf. Wir wollen ja hier alles mal kurz angucken. Ui, da ist ja was. Mal eine dumme Frage. Kann ich von hier darüber springen? Sieht ein bisschen so aus, oder? Okay, mal kurz. Krieg ich es hin, überhaupt zu springen? Du, ich weiß gerade gar nicht mal, wie ich springe. Ha, so nicht. Das ist das Trinken. Ja, ich kriege es zwar hin zu springen, aber eigentlich wollte ich erstmal ausprobieren. Ja, dann probieren wir das ein andermal. Jetzt habe ich ein bisschen verkackt. Dann laufen wir mal zum Leuchtfeuer. Wow, was war das? Hat er mich angeschossen oder war das einfach nur ein Grafikfehler? Da kam mir irgendwie so ein Feuerding entgegen. So, hier ist doch ein Leuchtfeuer, ne? Sieht so aus. Das Leuchtfeuer wurde entzündet. So. Aufsteigen. Beweglichkeit um 1 erhöhen und dann ein bisschen Stärke. Ach, geht nicht. Wir können nur ein Level hoch. Ja, das reicht. Dann könnten wir jetzt theoretisch die Waffe tragen. Sehe ich das richtig? Langschwert hatte 80 Angriff, das hat 90. Was ist der letzte Wert? Steht das hier dabei? Belastung. Belastung 5. Und der andere Wert, dieser weiße 187, das ist dann... Was genau?
Weil es sieht so aus, als hätte ich danach weniger Angriff. Tja, jetzt haben wir es aber drin. Ich schätze, das ist eine legendäre Waffe oder sowas. Wie sieht es aus, wenn wir damit abwehren? Komm, wir greifen mal an. In den Rücken. Das war kein One-Hit. Ach nee, haben wir vorher auch nicht gemacht, ne? Das sieht ziemlich edgy aus. Gefällt mir. Edgy ist gut. Autsch. Aber der war auch nicht One-Hit. Hm. Das ist ja ein funny Angriff. Ah, so eine Dreier-Kombo ist mit dem cool. Okay, gut, dann würde ich sagen, war es das für die Episode. Und wir schauen mal in der nächsten, dass wir zum Boss kommen. Den habe ich nämlich bisher schon einmal probiert gehabt. Aber den habe ich noch nie besiegt. Und nach danach, also nachdem ist es auf jeden Fall sowas von blind. Dann habe ich keine Ahnung, was in diesem Spiel noch so passiert. Null. Und aus diesem Grund verabschiede ich mich und sage danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und damit du meine Let's Plays nicht vergisst,